So, dann mal hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1420. Auch heute wieder ein kleines Nachmittagsfernsehen, was nicht ausschließen soll, dass wir uns nachher nochmal sehen. Aber bevor ich überhaupt die Möglichkeit erhalte einzuschlafen, ist es, denke ich, ganz gut, wenn wir uns auch zur nachmittäglichen Stunde zusammensetzen. Ich habe ein relativ volles Themenzettelchen, sind aber alles eher überschaubar große Themen, wird also eine kleine Nachrichtenausgabe zum Freitagnachmittag. Und im Anschluss können wir dann alle ganz gemütlich zusammen ins Wochenende rutschen, so noch nicht geschehen, denn jetzt haben wir es 15 Uhr. Ich denke, für die meisten wird jetzt langsam aber sicher dann das Wochenende eingeleitet. Wäre natürlich schön zum Wochenende positive Meldungen zu haben, aber die kann ich mir leider nicht aussuchen, wie ihr nun mittlerweile alle wisst. Die müssen wir nehmen, wie sie kommen. Und deswegen legen wir auch direkt los mit einem Blick nach Berlinistan. In Berlin hat sich mal wieder das zugetragen, was hierzulande mittlerweile fast gang und gäbe ist. Unser täglich Einzelfall gibt uns heute. In diesem Fall berichtet von der BZ, hatten wir lange nicht mehr auf dem Themenzettel, die einen genaueren Blick zur Baustelle der Stadtautobahn wirft, nämlich der A100 nach Neukölln. Ursprünglich konzipiert war die Stadtautobahn als Ring. Also es gibt den äußeren Ring, die A10, und eigentlich soll es einen inneren Ring geben, die A100. Problem ist nur, die ist bis heute nicht gebaut worden. Die A100 geht aktuell nur von so einem Fitzelchen Neukölln, Treptow so die Richtung, bis nach Wedding. Und dann ist sie zu Ende. Fehlt also der gesamte östliche bzw. nordöstliche Teil. Der soll irgendwann auch mal fertig werden. Wann das geschehen soll, das weiß noch keiner so richtig, aber eine Baustelle gibt es schon seit geraumer Zeit. Man will die Anschlussstellen zumindest ein Stück weiterhin bekommen. Ja, hätten sie in den 50ern vielleicht schon gleich einen Ring bauen sollen, wäre die effizientere Methode gewesen. Hat man aber damals nicht gemacht. Gut, ist Schnee von gestern. Warum reden wir drüber? Es gab einmal mehr einen Brandanschlag. Vor nicht mal 2 Wochen wurde ein Hochspannungsmast in Grünheide abgefackelt von mutmaßlichen Linksextremisten, mehr so Linksterroristen, weil ihnen nicht gefällt, dass Elon Musk nicht schnell genug zensiert. Hat man sich anschließend dazu bekannt, dass man es gewesen ist, auf einer linksextremistischen Internetplattform. Nach wie vor laufen ja die Ermittlungen. Und jetzt ist genau das Gleiche an der Baustelle geschehen. Dort wurden nämlich 6 verschiedene Laster angezündet, und zwar Betonmischer. Wohl gegen 4 Uhr morgens, 3.50 Uhr hat die BZ angegeben, an der Baustelle in Neukölln. Man hat auch einen beschädigten Zaun festgestellt, durch den sich die Täter wohl Zutritt verschafft haben könnten. Und jetzt stellt man sich die Frage, ob das vielleicht ganz kleine Chance bestehen könnte, dass dieser Brandanschlag mit 2 Vorangegangenen zusammenhängt. Und da reden wir jetzt nicht über den Hochspannungsmasten von vor knappen 2 Wochen, sondern über 2 Brandanschläge aus dem Winter. Nämlich den einen vom 19. Januar, da wurde bereits ein Bagger angezündet auf der gleichen Baustelle, und einen weiteren vom 27. Dezember 2023. Damals wurden 5 Schüttgutlaster abgefackelt. Es gab ein Bekennerschreiben, wieder auf dieser Linksextremisten-Plattform, und dementsprechend liegt der Verdacht nahe, dass sie nun dieses Mal die Betonmischer attackiert haben. Ja, aus den Taten vom Winter, wir haben ja immer noch Winter, aber von vor etwa 2 bis 3 Monaten, da scheint noch nichts wirklich Handfestes bei rausgekommen zu sein. Die Ermittlungen, die laufen noch, der Staatsschutz, der ist wohl dran, aber ob dafür den Schaden aufgekommen wird, das ist noch vollkommen offen. Denn so ein Lastwagen, der kostet auch ein bisschen was. Ja, Lausbubenstreiche, genau. Aber das ist nun mal Berlinistan, was soll man dazu sagen? Jahrelang, Zustände, die durch jahrelange Marodierung vom rot-rot-grünen Senat herbeigeführt wurden. Und dann das große Drama, oh, haut der Ju, wie kann denn das passieren? Naja, wenn man Extremisten tanzen lässt in dieser Stadt, teilweise sogar politisch noch hofiert, dann braucht man sich nun wirklich nicht hinstellen und sagen, ja, konnte ja keiner ahnen, nicht wahr? Sicher, jetzt ist der rot-rot-grüne Senat erstmal Geschichte. Jetzt ist es eine CDU-SPD-Koalition. Ob es das dann besser machen wird, na, wir werden sehen, nicht wahr? Verlassen wir Berlin und werfen einen Blick, nee, wir bleiben noch in Berlin, aber wir werfen einen Blick in die Bundespolitik, nämlich zu einem Bericht der Zeit-Zeitung, bei dem mitgeteilt wurde, dass der Hubertus, der Arbeitsminister, in einer Fernsehsendung groß angekündigt hat, konkret bei Maybrit Illner, dass das Rentenniveau nun gesetzlich verankert werden soll. Die Rente müsse ja sicher sein, da müsse man sich ja drauf verlassen können. Also das ist ja grundsätzlich was, da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, ist irgendwie selbstverständlich, dass man dafür jetzt oder damit jetzt Wahlkampf macht, ist schon ziemlich schwach, weil das eine Grundvoraussetzung ist, wenn man jahrzehntelang eingezahlt hat, dass man dann auch wieder was zurückbekommt von seinem Geld. Dafür hat man eingezahlt. Aber offenbar ist das alles andere als selbstverständlich. Und nun möchte der Hubertus das etwas tiefer verankern und per Gesetz festschreiben, dass das Rentenniveau von 48% erhalten bleiben muss. 48%.
das will der in ein Gesetz gießen, dass das erhalten bleiben muss. Also es tut mir leid, das ist sowieso schon Betrug vom Feinsten, Abzocke pur. Aber wenn man damit jetzt hausieren geht im Fernsehen, im Superwahljahr, dass das ja in einem Gesetz verankert bleiben muss, damit die Rente auch zukünftig sicher ist, dann ist das doch eine reine Farce. Wenn das 84% wären, ja okay, könnte man drüber reden, das in ein Gesetz gießen, das passt. Aber 48%? Und da will man sich jetzt beklatschen lassen dafür, dass man die Rente ja garantieren möchte? Da werden die Rentner sicherlich vor Dankbarkeit auf die Knie fallen, nicht wahr? Also das ist doch wirklich ein Trauerspiel, was hier mittlerweile offen diskutiert wird. Nicht nur, dass man sich Hals über Kopf in fremde Konflikte stürzen will, jetzt will man sich da schon dafür rühmen, dass man ja in trockene Tücher packen will, dass die Rente bei 48% bleiben soll. Es gibt Kritik daran, obwohl offiziell SPD und FDP offenbar dafür sind. Kommen die Julis, die Jugendorganisation der FDP, und die hoffen, dass die FDP diesen Vorstoß nicht mitträgt. Allerdings haben sie selber wohl auch eingeräumt, oh, ist wohl eine schwierige Situation, das wird die FDP wohl machen. Ein angeblich ach so reiches Land will jetzt 48% Rentenniveau garantieren. Glückwunsch. Wie wäre es denn, wenn man die Beitragszahlungen auch auf 48% runtersetzt? Da könnte man den Rest ins Sparschwein stecken oder in die Sparsocke und dann steht ein Großteil der aktuell noch nicht Rentner, Leute, die demnächst Rentner werden, da stehen die wahrscheinlich doppelt und dreifach besser da, als wenn sie sich auf die 48% verlassen, bei den horrenden Abgaben, die sie vorher leisten, über Jahrzehnte hinweg. Schauen wir uns aber das nächste Thema an, das führt uns zu einem Ereignis, das heute stattfindet. Hatten wir ja drüber gesprochen, nämlich vom Lügel. Da gibt es eine kleine Meldung, dass nun unser französischer Hobby-Napoleon eingeritten ist. Kann ja mal passieren, nicht wahr? Ist ja jetzt nicht allzu überraschend, war ja groß angekündigt. Er möchte heute zum Senilus und im Nachgang wollen sie sich mit dem polnischen Regierungschef zusammensetzen. Und der Franzose und der Pole, die haben eine Sache gemeinsam. Die sind offensichtlich nicht unbedingt abgeneigt, einen aktuellen Konflikt noch weiter zu eskalieren. Und nun reiten sie beide nach Berlin, um auf Senilus einzuwirken, weil der ja nun ziemlich klar gemacht hat, nein, er wird keine entsprechenden offensiven Kriegsgeräte an Fodorenski verschenken. Gefällt dem französischen Hobby Napoleon nicht, gefällt dem Polen offenbar auch nicht. Die wollen gerne noch ein bisschen mehr mitmischen. Und nun scheinen sie Senilus in die Zange nehmen zu wollen. Hatten wir vor einigen Tagen drüber gesprochen, da habe ich schon gesagt, naja, wenn die da jetzt beide einreiten und Druck ausüben, Druck aufbauen, was wird denn das zu erwartende Ergebnis sein? Wird Senilus dem standhalten? Wird Senilus bei seiner Meinung bleiben und sagen, liebe Freunde, ihr könnt mich belatschern, so viel ihr wollt. Nein, wir mischen uns da nicht tiefergehend ein. Es ist brandgefährlich, wir wollen keine Kriegspartei werden. Das wird Senilus vermutlich nicht tun. Ich bin mir relativ sicher, dass er nach diesem Gespräch dann in absehbarer Zeit umkippen wird, mit irgendeiner kleinen Begründung um die Ecke kommen wird, warum es jetzt angeblich plötzlich doch alternativlos ist, dass man sich noch viel stärker mit einmischt. Das ist nämlich genau das, was Senilus bisher immer gemacht hat. Es gibt noch interessante Aussagen vom Hobby Napoleon, der hat nämlich unter anderem noch rausgehauen. Stichwort Bodentruppen, die er ja auch nicht ausschließen möchte. Der denkt ja auch ganz offen drüber nach, dass man ja vielleicht mit Bodentruppen intervenieren könnte. Der hat da unter anderem rausgehauen, all diese Optionen sind möglich. Und dann wurde noch geäußert, könnt ihr auch nachlesen im Lügel, Zitat, man müsse ja bereit sein, oder müssen ja deutlich sagen, dass wir bereit sind, die Mittel einzusetzen, die nötig sind, um unser Ziel zu erreichen. Dass Russland den Krieg nicht gewinnt. Das hat der Franzose rausgeknallt. Man müsse die Mittel einsetzen, die nötig sind, um unser Ziel zu erreichen. Was ist denn unser Ziel? Ich dachte, es geht darum, dass da die Gegend wieder befriedet wird. Dass die Leute da wieder sicher leben können, dass die Kinder nicht mehr ängstlich in der Schule sitzen müssen. Aber jetzt kommt der Hobby Napoleon und möchte uns erklären, unser Ziel wäre ja, dass die Russen nicht gewinnen. Mag sein, dass das französisches Ziel ist, aber hierzulande wird uns medial zumindest verkauft, dass es darum geht, den Menschen fortzuhelfen, den Zivilisten, oder? Komisch. Könnte man sich da vielleicht vorher auf eine gemeinsame Legende einigen, bevor da jeder irgendwas anderes in den Äther kotzt? Dann widerspricht man sich nämlich möglicherweise etwas weniger. Macron nun ganz offen, unser Ziel, dass die Russen nicht gewinnen. Wenn man es als Ziel hat, dass der Kontrahent in einem fremden Konflikt nicht gewinnen kann,
dann ist man doch bereits teilhabende Partei, oder? Wenn es französisches Ziel ist, da einen Sieg davon zu tragen, dann klingt das für mich jetzt nicht mehr als nach einem außenstehenden Beobachter. Aber gut, er möchte ja gerne sein eigenes Militär aufmarschieren lassen. Ach nein, er möchte es ja nur nicht ausschließen. Ist ja ein Unterschied, nicht wahr? Naja, warten wir mal ab, wie lange es dauert, bis Senilus nun umkippt. Jetzt aktuell sollten sie wohl zusammensitzen und im Anschluss geht es dann direkt weiter ins Gespräch mit dem polnischen Präsidenten. Die treffen sich wohl irgendwie das erste Mal da zu dritt, seit langer, langer Zeit. Na, Glückwunsch. Wenn das jetzt jemand wäre mit ein bisschen Rückgrat, also ein Politiker, jetzt auf Senilus bezogen, bei dem man sagen kann, der steht zu seinen Prinzipien, der sagt, was er denkt, der lässt sich nicht irgendwie belatschern und bequatschen, dann wäre das ja gar nicht so schlecht, wenn er da den beiden mal richtig die Meinung geigt. So nach dem Motto, liebe Freunde, ihr habt es doch nicht mehr alle, macht euren Kack alleine, Absurdistan hängt sich da nicht rein. Aber es ist Senilus. Und der ist nicht unbedingt dafür bekannt, sonderlich überzeugt zu seinen eigenen Prinzipien, Aussagen, wie auch immer, zu stehen. Jetzt gucken wir uns aber die nächste Nachricht an. Da wir gerade beim Thema Hampel sind, passt es ganz gut. Wir gucken uns nämlich ein kleines Teil oder das zweite Tagesthema an, das uns zu einem der Prestigeprojekte der Hampel führt. Berichtet hat das Handelsblatt, dass die Laune im Gesundheitsministerium aktuell vielleicht etwas in Schieflage geraten sein könnte. Möglicherweise wird die abendliche Flasche Wein heute etwas eher geköpft, um die Sorgen und Ängste zu ertränken vom Gesundheitsminister. Ich kann es euch nicht sagen, ich will es auch nicht so genau wissen, aber er selber hat ja in einem Interview damals zum Besten gegeben, dass er wohl jeden Tag eine Flasche Wein trinkt. Na, Glückwunsch. Das ist gemeinhin die Definition eines Alkoholikers. Und wenn man dann als Gesundheitsminister da auflaufen möchte, um anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, dann ist das schon nicht sonderlich glaubwürdig. Aber ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, mag jetzt gemein sein, aber wenn man das Konterfei vom Gesundheitsminister mit einem großen Lächeln auf eine Zahnpastatube drucken würde, wer würde diese Zahnpasta denn kaufen? Wäre der ein geeigneter Werbeträger? Naja, sieht die Chefin sicherlich ganz ähnlich. Aber zurück zur aktuellen Meldung, denn das ist ja Schnee von gestern, dass er da offenbar ganz gern mal die Flasche Wein öffnet. Jetzt gibt es eine Nachricht zu seinem neuen Lieblingsprojekt, nämlich der Drogenlegalisierung. Ja, wer sich da täglich eine Flasche Wein reinzieht, der hat offenbar eine gewisse Sympathie für etwaige Substanzen. Ohne jetzt die Substanzen vergleichen zu wollen, aber es ging ja darum, dass gewisse Drogen frei legalisiert werden sollten in Absurdistan. Da hat sich die Hampel ganz, ganz groß mit gerühmt. Das sollte ein ganz, ganz großes Vorzeigeprojekt werden. Das Gesetz ist wohl auch schon durch den Bundestag durchgeschoben worden, so mehr oder weniger. Und jetzt soll es durch den Bundesrat noch durch. Und da droht nun die ganze Kiste zu scheitern. Unter anderem die CDU-CSU, die hat nämlich schon mitgeteilt, dass sie alles dran setzen werden, um dafür zu sorgen, dass dieser Irrsinn wieder eingefangen wird. Das Gesetz an sich ist zwar nicht zustimmungsbedürftig vom Bundesrat, aber der Bundesrat hat die Möglichkeit, es in einen Vermittlungsausschuss zu überführen. Und genau das ist wohl absehbar. Im Bundesrat wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass eben jenes Gesetzchen, Prestigeprojekt der Hampel, in einen Vermittlungsausschuss überstellt wird, um dann nochmal ganz genau drüber zu reden, ob das denn wirklich sinnvoll ist. Es wird nämlich ein wahres Bürokratiemonster. Polizeien, Ministerien auf Länderebene, die Justiz haben alle massive Bedenken, ob das überhaupt in irgendeiner Art und Weise, naja, in der Realität umsetzbar ist, weil das einen wahnsinnigen Rattenschwanz an bürokratischem Irrsinn nach sich ziehen würde, wo weder das Personal für da ist, noch irgendwo eine Rechtssicherheit aktuell besteht, weil überhaupt keiner weiß, wie er das dann handhaben soll. Unter anderem wurde wohl schon darauf spekuliert, dass es dann sein könnte, dass sämtliche Prozesse, bei denen jemand wegen Drogen, Besitzkonsum, was auch immer, wegen Drogendelikten verurteilt wurde, dass mitunter dann sämtliche dieser Prozesse aus einem bestimmten Zeitraum wieder neu aufgerollt werden müssen. Und da stellt man sich dann auch die Frage, ja, wer soll denn den Irrsinn machen? Wird etwas schwieriger, nicht wahr? Und genau deswegen sind die Bundesländer da etwas zurückhaltend. Denn von Seiten der Hampel kommt dann zwar die Aussage, ja, das müsst ihr jetzt umsetzen, das muss jetzt legal sein, aber wie das dann gemacht werden soll, von wem, wie das funktionieren soll, das steht absolut in den Sternen. Mal wieder, irgendeine Schnapsidee von der Hampel und der Rest soll sich dann gefälligst drum kümmern. Und da wollen die Bundesländer nicht mitmachen. Die haben gesagt, nee, liebe Freunde, so können wir das nicht abnicken. Und jetzt wird ganz offen in der Hampel thematisiert, es ist ein offenes Geheimnis, dass wenn dieses Gesetzchen in einen Vermittlungsausschuss geht, dass es dann auch praktisch vor dem Ausstünde. Warum? Naja, im Vermittlungsausschuss dauert es erstmal. Heißt, es wird dann überstellt in den Ausschuss, der muss dann zusammenkommen, der muss drüber reden. Heißt also, da ist dann ein relativ großer Zeitfaktor mit drinnen. Und bis das diesen Vermittlungsausschuss wieder verlässt, kann das Monate, vielleicht sogar Jahre dauern. Und
Bis es da dann durch ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass die Hampel hier in dem Land nichts mehr zu melden hat. Heißt also, das wird sich dann wohl im Vermittlungsausschuss im Sande verlaufen. Vielleicht für den einen oder anderen Hampelgläubigen, Hampel-Anhänger jetzt eine blöde Nachricht. Da haben sich ja die einen oder anderen schon darüber gefreut, dass sie dann ganz offen mit ihren Drogen durch die Stadt ziehen können. Das könnte sich jetzt eventuell doch wieder ändern. Sollte ja schon ab April, glaube ich, was freigegeben werden. Jetzt, naja, dumm gelaufen. Die Rauschmittel werden wohl im Vermittlungsausschuss noch genauer hinterfragt, unter die Lupe genommen. Schlechte Nachricht für den Gesundheitsministern, der hat ja damit probiert, wieder ein bisschen PR zu kriegen. Der war ja weitestgehend abgemeldet, ist er eigentlich immer noch. Während des Zombie-Irrsinns ist er täglich durch die Fernsehstudios geschoben worden, hat da sonst was auf Experte gemacht, hat sich da vor jede Kamera geschmissen und hat sich da beweihräuchern lassen. Das ist dann eingeschlafen. Nach Zombie wollte ihn keiner mehr sehen im Fernsehen. Dann hat er es noch mit Klima versucht, da ist er auch nicht so gut angekommen. Und dann hat er nur noch Negativschlagzeilen gemacht, weil im Gesundheitssystem de facto kaum irgendwas noch läuft. Die Krankenhausreform, die er, angeregt hat, ist eine riesige Katastrophe. Besonders kleine und mittlere Krankenhäuser, die stehen de facto vor dem Aus, wenn diese Level-Einteilung kommt. Gibt es also wahnsinnig viel Kritik zum Thema Patientendaten. Gibt es auch immer mehr, unter anderem Datenschützer, die alarmiert sind, dass unser Gesundheitsminister da eventuell da sensible Patientendaten verkaufen möchte, zugänglich machen will für die Forschung, nicht wahr? Also unterm Strich ist er mit irgendwelchen fachlichen Sachen bisher nur negativ aufgefallen. Dazu gab es dann aus der Boulevardpresse noch Aussagen aus seinem eigenen Ministerium, wo er offensichtlich für nicht sonderlich kompetent eingeschätzt wird. Das ist jetzt alles nicht unbedingt was, wo sich jemand drüber freut, der gern im Mittelpunkt steht, gern so ein bisschen eventuell leicht narzisstisch veranlagt sein könnte. Mit Kritik können die nicht so gut umgehen. Immer sind die anderen schuld. Und deswegen könnte es sein, dass unser Piratenkapitän jetzt plötzlich versucht hat, oder versuchen wollte, mit seiner Drogenlegalisierung nochmal ein bisschen Zuspruch zu kriegen. Denn ein großer Teil des Hampel-Stammwähler-Klientels, die sind ja demgegenüber, naja, etwas positiver eingestellt, als ich es zum Beispiel bin. Ich lehne solche Substanzen ab, ich halte da überhaupt nichts von. Gut, wer sich die Birne zudröhnen will, der soll das bitte machen, aber ich will davon nichts mitbekommen, ich will es nicht riechen müssen und ich will es auch nicht miterleben müssen in der Nachbarschaft. Das sind unschöne Sachen. Aber bei den Grünlingen gehört es ja mitunter sogar zum guten Ton. Da gibt es auch den einen oder anderen Bundesminister, der auf seinem Dachgarten, auf seiner Dachterrasse dann irgendwelche Rauschmittel anbaut oder anbauen soll. Blöd, wenn man sich dann mit seiner Kamera davor stellt und vor seiner Drogenpflanze ein Video aufnimmt. Aber ist ihm vielleicht entfallen in dem Moment. Worum es mir geht, bei den Grünlingen scheint das ja etwas besser anzukommen, dieses Zeug. Und vielleicht war das angedacht, nicht nur um den Piratenkapitän, unseren Gesundheitsministern, wieder interessanter zu machen, sondern auch um für die Hampel Zuspruch zu generieren. Denn damit läuft es nicht mehr so gut. Und das führt uns gleich zum nächsten großen Tagesthema. Die Hampel, die schmiert ab. Keine neue Meldung. Geht seit Wochen, teilweise seit Monaten so. Und jetzt haben wir erste Umfragen von Forsa im Auftrag von RTL und NTV bezogen auf die EU-Wahl. Und nun ratet mal, wie die Hampel dasteht. Na, unterm Strich Kacke, so kann man es gut zusammenfassen. Alleine die CDU-CSU haben mehr Stimmen, also, oder bekommen mehr Stimmen in dieser Prognose, Umfrage, Meinungsbild, bekommen da mehr Zuspruch als alle drei Hampelparteien zusammen. Und so hat sich nun ergeben, dass laut dieser Forsa-Umfrage die SPD bei aktuell 16% landen würde, auf die EU-Wahl bezogen. Die Grünlinge bei 14% stehen würden. Die hatten übrigens 2019 noch 20,5% in der EU-Wahl. Also die haben mal eben über 6% verloren. Und die FDP, die sitzt auf so einer kleinen... Gut, das mag jetzt auch fies klingen. Die FDP, die tuckert auch in so einem kleinen Ruderboot hinterher von den Umfragen her. Wenn man sich das jetzt mal so veranschaulichen möchte. Die FDP ist nämlich bei 3%. Die haben so ein Ruderboot, wo sie schon das Wasser rausschöpfen, ist voller Löcher und ist eigentlich kurz vorm Versinken. Also Hampel 16, 14, 3%. 33%. Klingt das nur so nach großem Regierungsauftrag, nach der absoluten Mehrheit, die das ganze Land will, die Hampel haben? Irgendwie nicht. Aber jetzt ist auch interessant, wie viel denn die CDU einfährt. Als eine Partei, ja gut, zwei CDU, CSU, aber gehören ja zusammen. CSU ist ja nur in Südistan, haben sich ja aufgeteilt, das Land. Die landen bei 34%. Eine einzige Partei, CDU, schlägt drei Hampel-Bestandteile. Ja, läuft bei der Hampel, nicht wahr? Sicherlich ist
EU ist eine EU-Wahl noch mal was anderes als eine Bundestagswahl oder eine Landtagswahl. Klar, sind da vielleicht auch andere Schwerpunkte gesetzt. So gibt es dann mitunter auch recht abweichende Ergebnisse im Vergleich zu Landtagswahlen. Aber 3% für eine FDP, 16% für eine SPD und 14% für die Grünlinge spricht eine recht eindeutige Sprache. Die böse, böse AfD, angeblich mit sinkender Zustimmung, ist übrigens bei 15% in dieser Forsa-Umfrage. 2019 waren das noch 11%. Also, liebe Zeitzeitung, wo seht ihr denn eine sinkende Zustimmung? Wir reden hier von EU-Ebene. Ja, sicher, auf Bundesebene steht die AfD besser da. Auf Landtagsebene deutlich besser, je nachdem in welchem Bundesland. Aber wie gesagt, EU-Wahl, da gibt es gewisse andere Prinzipien. Heißt also, da können sich die Ergebnisse mitunter fundamental verschieben, der einzelnen Parteien. Und auch auf EU-Ebene hat sich die AfD gerade verbessert. Da sehe ich also keine sinkende Zustimmung, eher das Gegenteil. Aber warten wir mal ab, die Wahl findet dann im Sommer statt. Spannend ist, dass die Hampel offenbar schon im Vorfeld nach Hause gehen kann und leise und im Geheimen etwas weinen. Gucken wir uns aber noch die anderen kleinen Meldungen an, die noch übrig sind. Wir haben nämlich noch etwas von der Wirtschaftswoche, eine Thematik, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Wusste ich nicht, war mir absolut neu. Die bezieht sich nämlich nochmal mit dem Gewerkschaftsirrsinn, der gerade abgeht. Gibt ja kaum eine Woche, wo nicht irgendjemand streikt. Für mehr Geld bei weniger Arbeit. Dass das nicht unbedingt realistisch ist, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn nicht genügend Personal da ist, ja, dann kann man eben nicht auch noch die Arbeitszeit derer runtersetzen, die man noch hat, beispielsweise bei der Bahn. Dann muss man das Angebot zurückfahren, das kann man sicherlich machen, aber dann kann man nicht gleichzeitig fordern, dass gefälligst alle mit dem Zug fahren sollen. Also irgendwie passt das dann nicht so gut zusammen. Jetzt hat die Wirtschaftswoche aber eine Frage aufgeworfen, die ich das erste Mal jetzt in der Wirtschaftswoche gelesen habe, nämlich wie lange denn eigentlich die Streikkassen noch halten. Die Wirtschaftswoche hat nachgefragt, wie es in den geheimen Streikkassen der Gewerkschaften, unter anderem der GDL, so ausschaut. Und jetzt könnt ihr mich auslachen, weil habe ich wirklich nichts von gewusst. Das ist mir noch nie vor die Füße gerollt. Die zahlen nämlich an ihre Mitglieder Geld aus, wenn da mitgestreikt wird. Ist nicht nur so, dass da nicht gearbeitet wird. Nee, die dann an den Streiktagen auch brav nicht mitarbeiten, die werden von der Gewerkschaft dafür bezahlt. Und streng geheim sind wohl eben jene Streikkassen. Es weiß keiner, wie viel Geld da genau drin ist. Es ist mehr oder weniger bekannt, wo das Geld herkommt. Es kommt wohl aus den Mitgliedsbeiträgen. Aber was dann der Einzelne, der da mitstreikt, bekommt für das Mitmachen, das ist auch mehr so ein Geheimnis nicht, aber das muss sich da jeder im Einzelfall durchrechnen. Da haben sie auf ihrer Website einen Streikrechner. Kann man eingeben, was man denn, wenn man sich daran beteiligt als Gewerkschaftsmitglied, an Streikgeld erhält. Und das sind wohl so ungefähr Einzelfallbetrachtungen, aber laut Wirtschaftswoche pro Schicht bis zu 100 Euro. Gibt einige, da wird gesagt, ja, so 25 Euro die Stunde, mal sind es irgendwie 100 Euro für den ganzen Tag, dann sind es 350 Euro für die ganze Woche. Also irgendwie gehen da die Angaben auseinander. Fakt ist allerdings, sie werden dafür bezahlt, dass sie dem Aufruf der Gewerkschaft folgen. Ja, irgendwie erinnert mich das etwas an die Demonstranten, wo die böse Verschwörungstheorie herumgeht, dass es da doch gewisse NGOs gibt, nicht organisierte Gruppen gibt, die ihre Mitdemonstrierenden innen und außen, die sie dafür bezahlen. Das lässt dann vielleicht auch einen Schluss zu, warum das mit diesem Rumgestreike so dankend angenommen wird. Ja, zum einen ist es natürlich angenehm, wenn man einen Tag frei hat, beziehungsweise da streikt. Klar, in der Schule, wenn man da keinen Unterricht hatte, war auch immer schön. Wenn man aber gleichzeitig auch noch Geld dafür bekommt, dass man nichts tut, ist umso besser, nicht wahr? Und vielleicht neigt dann doch der ein oder andere dazu, das Streikrecht auch etwas zu missbrauchen. Wer weiß das schon so genau. Die Wirtschaftswoche geht aber davon aus, dass die GDL auf eine prall gefüllte Streikkasse zurückgreifen kann. Ist wohl so, dass da bestimmte Bestandteile, bestimmte prozentuale Anteile vom Bruttolohn in diese Streikkasse fließen. Bei Gewerkschaftsmitgliedern, jetzt waren da 0,7% im Raum stehend. Und danach, je nachdem wie hoch die Beiträge sind, richtet sich dann wohl auch, was das einzelne Mitglied zum Mitstreiken oder fürs Mitstreiken kriegt. Ja, wenn sich nochmal jemand fragt, ob man da nicht vielleicht auch mal so als Lokomotivführer oder sonstiges Zugpersonal irgendwann ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn da Millionen von Menschen praktisch verlassen sind, allein auf weiter Flur am Bahngleis stehen, weil die Gewerkschaft mal wieder freidreht wegen einer Stunde, dann im Hinterkopf behalten, naja,
Nie wahr? Aber das nur so als kleiner Einwurf meinerseits. Ich denke mal, viele von euch haben das auch nicht gewusst, dass da tatsächlich Geld für fließt, fürs Rumgestreike. Wer sich damit genauer auskennt, weil er da vielleicht selber irgendwo in der Gewerkschaft was tut oder mitstreikt oder sonst was, könnt ihr gerne mal ausführlich einen Kommentar schreiben, wie genau das funktioniert. Die Wirtschaftswoche konnte es eben nur andeuten, jetzt in einem pauschalisierten Szenario. War schwierig, da konkrete Aussagen zuzutreffen, weil das offenbar von vielen Faktoren abhängig ist, wie hoch die Beträge da nun ganz konkret sind. Aber ich finde es doch wahnsinnig spannend, dass eine Gewerkschaft offenbar ganz gut gefüllte Kassen hat, um dann auch politische Macht ein Stück weit zu erkaufen. Denn das, was der Wieselski abzieht, da geht es um politische Macht. Und wenn er sich die damit zuschieben kann, indem er die Mitglieder losschickt, um Welle zu machen und sie dafür bezahlt, ja okay, denken wir uns unseren Teil zu und beobachten, wie das weitergeht. Schauen wir uns noch etwas an, was vom Merkur stammt. Darüber lachen können wir nicht. Aber da ist unser Ex-Botschafter vom Planeten Mellmerk wieder aufgetaucht und ist bei Twitter etwas durchgedreht. Der Ex-Diplomat, der hierzulande mit Pöbeleien aufgefallen ist, Fodorenskys Vertreter, also ehemaliger fodorenskistanischer Botschafter, der ist ja dann irgendwann endlich hat er das Land verlassen, außen zurück nach Kiew gezogen. Der ist ja wirklich nur durch Pöbeleien aufgefallen. Wenn sowas Diplomat sein kann, dann herzlichen Glückwunsch. Aber wenn unsere Chefdiplomaten, der versehentlich Krieger ausruft, gut, da sitzen wir im Glashaus, sollten vielleicht nicht mit Steinen werfen. Aber dass sich ein Botschafter so dermaßen benehmen kann, so völlig unerzogen, ja, hat auch ein gewisses Geschmäckle. Der ist wieder aufgetaucht aus seiner Versenkung. Und was tut er? Jo, er pöbelt. Und zwar mal wieder, weil es nicht nach seinem Kopf geht. Er hätte ja gern noch viel, viel mehr Kriegsgerät. Passt ihm nicht, dass wir zwar schon Milliarden hingeschickt haben, aber ihm jetzt aktuell nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen, denn der hätte gerne Taurus-Marschflugkörper. Und die kriegt er nicht. Milliarden anderes Zeug, teilweise Geldleistungen, teilweise Materialleistungen, hat er alles vergessen. Absurdistan ist einer der größten Geldgeber von seinem Oberindianer, juckt ihn offensichtlich nicht, hält ihn nicht davon ab, mal wieder zu entgleisen, ausfällig zu werden, nun gegen einen SPD-Politiker, den er bezeichnet hat als widerlichsten deutschen Politiker. So, was hat sich der SPDler, konkret wohl der Herr Mützenich, was hat er sich nun zu Schulden kommen lassen? Er sagt seit geraumer Zeit, dass es keine gute Idee ist, sich zu tiefgehend in einen fremden Konflikt einzumischen, dass man alles dran setzen sollte, es nicht noch weiter zu eskalieren, soweit so normal. Und ebenfalls lehnt er es ab, dass beispielsweise eben jene Marschflugkörper hingeschickt werden. Und das hat nun unseren Ex-Botschafter vom Planeten Mellmerk dazu veranlasst, rumzuwüten, dass er der widerlichste Politiker wäre. Und er hat noch was anderes gesagt. Er hat nämlich, also nicht der Mellmerk-Botschafter, sondern unser SPD-Politiker. Der hat nämlich ebenfalls gesagt, dass es vielleicht doch mal notwendig wäre, Verhandlungen anzustreben. Konkret hat er wohl darüber gesprochen, dass man die Kriegshandlungen einfrieren müsste, um dann zu verhandeln und den Krieg dann in der Zukunft auch wieder beizulegen. Und die Aufforderung, dass verhandelt werden muss, Waffenstillstand, Kriegshandlungen einfrieren, aufhören zu kämpfen, ist gut für die Bevölkerung für gewöhnlich. Das hat nun dazu geführt, dass er laut dem Ex-Botschafter von Mellmerk, Melnik heißt er, deswegen passt Mellmerk ganz gut, dass er nun der widerlichste absurdistanische Politiker ist. Und unser Mellmerk-Botschafter, der haut nämlich raus, einfrieren, how dare you, da werden schlimmste Verbrechen in den besetzten Gebieten begangen, das können wir doch nicht einfrieren. Also da möchte jetzt unser Mellmerk-Turi, der möchte, oder der blubbert jetzt rum, da kann man doch keinen Waffenstillstand treffen, das ist doch grausam, was in den besetzten Gebieten abgeht. Lieber Mellmerk-Botschafter, darf ich dich darauf hinweisen, wer angefangen hat, in den heute besetzten Gebieten Stunk zu machen 2014? Wir hatten da die Leute beschossen, also so viel zum Thema Verbrechen und so. Aber gut, ist nur so ein kleiner, dezenter Hinweis aus dem Off, nicht wahr? Aber ist doch faszinierend. Man könne ja keinen Waffenstillstand machen, weil how dare you, böse. Mhm. Und dann hat dieser schlimme Politiker von der SPD es auch noch in den Raum gestellt, dass vielleicht die unterlegene Seite in Verhandlungen dann auch den Kürzeren ziehen könnte und eventuell Gebiet abtreten müsste. Ja, wo kommen wir denn da hin? Lieber Mellmerk-Botschafter. Nochmal der Hinweis, also ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber historisch gesehen ist es nun mal so, dass der Sieger eines Krieges dann eben auch die Bedingungen zu seinen Gunsten
ein Stück weit durchsetzen kann. Das war schon immer so. Ja, natürlich ist das gemein, natürlich ist das blöd für den, der den Kürzeren zieht, aber das liegt in der Natur der Sache. Das ist jetzt nicht der erste Krieg in der Geschichte der Menschheit und da kam in aller Regel regelmäßig heraus, dass der Sieger vom Verlierer sich was aneignen konnte. Das waren meistens Gebiete. Und daher ist es eine völlig natürliche Konsequenz, dass dann in Verhandlungen auch über sowas gesprochen wird. Was dann dabei herauskommt oder nicht rauskommt, das ist ja noch völlig offen. Aber man muss erst mal drüber reden, oder? Wenn man das aber offen anspricht, dass diese Verhandlungen nötig wären und es durchaus eben auch im Rahmen des Möglichen ist, dass der Sieger vom Verlierer ein Gebiet bekommt, was in der Geschichte tausende Male stattgefunden hat und auch in 100.000 Jahren noch stattfinden wird, es ist halt der natürliche Lauf der Dinge, dann ist man der widerlichste absurdistanische Politiker. Mhm. Oh. Auch hier denken wir uns unseren Teil dazu. Absurdistan schickt Milliarden, riskiert Kopf und Kragen für einen fremden Konflikt. Und was macht der Ex-Botschafter? Bepöbelt die Politiker, die sich nicht noch tiefer in diesen Misthaufen begeben wollen. Wie wär's mal mit ein klein wenig Dankbarkeit dafür, dass wir dir deinen Konflikt finanzieren? Lieber Melmac-Botschafter, wo würde dein Shithole denn stehen? Ohne absurdistanisches, amerikanisches und sonstige Gelder aus EU-Ländern, aus EU-Ländern, da werdet ihr schon lange überrannt. Ihr könnt nur noch in Anführungszeichen gegenhalten, weil euer Konflikt längst fremdfinanziert wird. Mittlerweile euer ganzer Staatshaushalt, also vielleicht ganz kleine Brötchen backen. Aber dann auch noch kackendreist rumzupöbeln. Naja, es zeigt, was das für Leute sind. Aber gut. Mittlerweile kommt auch in der hiesigen Presse an, dass dieser Konflikt nicht erst seit 2 Jahren besteht, sondern seit mindestens 10. Sollte man den Melmac-Botschafter vielleicht auch sagen. Damit dürften wir dann aber am Ende angekommen sein. Ich gucke noch mal kurz, ob ich irgendwas Wichtiges übersehen habe. Hatten wir schon über den Merkur-Artikel gesprochen zur Warntag-Zusammenfassung in Södistan? Ich weiß gar nicht, hatte ich das als erstes Thema? Da wollte ich eigentlich mit einsteigen, aber ich glaube, das habe ich überlesen. Also, falls wir es noch nicht besprochen haben, gibt noch eine kleine Meldung vom Merkur. Wirklich nur eine ganz kleine Ergänzung zum gestrigen Warntag, der groß angepriesen war. Und da berichtet der Merkur nun darüber, dass es bereits wieder Probleme gegeben hat. Zwar gingen wohl dieses Mal die Sirenen in Södistan und in NRW, bezieht sich jetzt aber auf Södistan. Die Sirenen, die haben wohl funktioniert, aber beim Thema dieser Handywarnung, ganz, ganz groß angepriesen, auch nicht gerade günstig, ist aufgeflogen, irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Zum einen war es wohl so, dass viele nur dann eine Warnung erhalten haben, wenn sie ihr Gerät nicht auf lautlos hatten. Na, Glückwunsch. Und mitunter hat wohl auch die Entwarnung gefehlt. Sicher muss man jetzt dazu sagen, das liegt sicherlich auch an der Software vom Gerät, vom Hersteller. Vom Hersteller geht das bestimmt auch mit aus. Also ob man das großartig beeinflussen kann von Seiten der Zentralen, die Warnungen rausschicken, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist schon irgendwie ein Stück weit ein Armutszeugnis, weil es bisher noch keinen einzigen sogenannten Warntag gab, wo einfach mal alles funktioniert hat. Aber das war das letzte kleine Thema vom Nachmittagsflöckchen. Deswegen starten wir jetzt in unser Wochenende. Und dann warten wir mal ab, was uns der Abend noch so bringt. Kleine Vorankündigung schon mal. Morgen Nachmittag wird es kein Nachmittagsfernsehen geben. Da haben wir nämlich ein recht umfangreiches Training mit unserer Showgruppe, so um die 150 Leute oder sowas. Da werden wir den ganzen Tag unterwegs sein. Da bin ich dann erst am Abend anwesend, nur dass sich dann keiner wundert, warum wir uns nachmittags nicht sehen. Sonntag wird es genauso aussehen. Da habe ich vormittags Springtraining, nachmittags ist Kavallerietraining. Da habe ich also auch nicht allzu viel Zeit, um noch mit euch einen Vlog vorzubereiten. Deswegen gibt es dann erst am Montag wieder ein Nachmittagsfernsehen. Jetzt schwinge ich mich mal in den Traktor. Ich will nämlich das Kaninchen noch bewegen, will meinen neuen Reiterbogen mal ausprobieren. Und dann hoffe ich, dass ich heute Abend nicht einschlafe. Wird dann vermutlich nicht ganz so extrem spät werden. So Kernsendezeit, Mitternacht, ja, aber es wird jetzt kein Late Night, weil wir morgen relativ früh los müssen. Wir haben nämlich noch über eine Stunde Anfahrt zum Trainingsort. Also es wird logistisch ein relativ großer Aufwand. Nehmen aber auch nur 2 Pferde mit, weil da zweimal hin und her fahren. Bei so einer Strecke, da hat man keine Lust drauf. Das macht sich etwas ungünstig. Aber trotzdem wird es ganz cool. Deswegen seid ihr jetzt schon drauf eingestellt. Morgen gibt es dann erst abends ein Flöckchen. Aber heute soll es noch eins geben. So, jetzt genießt den Freitag.
Hier zieht es gerade etwas zu, aber ich hoffe, dass es noch trocken bleibt. Ist nämlich zumindest kein Regen angesagt. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch heute schon das Futter fürs Kaninchen vorbereiten, weil das morgen sonst alles etwas stressig wird. Wir müssen sehr, sehr früh losfahren, sind wahrscheinlich erst spät zu Hause und wenn ich dann noch Futter zusammenstellen muss, ist doof. Besser, das Kaninchen kriegt heute schon das Futter vorbereitet. So, jetzt aber. Bis dann.